Moin Leute, was geht? Ich mache jetzt seit einer Woche das Kendito Bench Program oder wie das heißt. Und ja, das kann man sich hier auf seiner Seite Kendito Training HQ runterladen. Kostet nichts, man kann aber gerne spenden. Und er hat halt ein lineares Programm, wo es noch keine Excel-Datei zu braucht. Ein 6-Wochen-Programm für so, wie nennt man das, Intermediates. Und halt eben Advanced-Programm, was dann einzeln ist. Er bringt dann auch noch Squat-Programm und ein Deadlift-Programm raus. Und ja, ich habe mir gedacht, ich hätte sonst eh wieder Smalllauf gemacht. Und dann hat halt jemand in den Kommentaren geschrieben, ja, machen wir das von Kendito. Und dann denke ich mir, Kendito ist ein cooler Typ. Der hat bestimmt Ahnung. Lade ich mir das mal runter und probiere das mal aus. Also auf jeden Fall einfach raufklicken, kann man sich das hier angucken. Und so sieht das dann am Ende aus. In der Excel-Datei gibt es auch noch eine PDF dazu, wo er das ein bisschen genauer erklärt. Aber ja, also hier jetzt die Excel-Datei. Das Doofe ist, man kann jetzt zwar die Units ändern von Pfund, ist es, glaube ich, Pfund, LBS auf jeden Fall und Kilogramm. Das Doofe ist nur, man muss seine One Rep Max trotzdem in LBS eingeben und deswegen habe ich einen kleinen Fehler gemacht in der ersten Woche. Ich habe einen zu niedrigen One Rep Max eingegeben und deswegen habe ich die erste Woche statt 115 Kilo immer nur 110 Kilo gemacht. Aber das ist jetzt korrigiert und für die nächste Woche mache ich dann mehr. Und naja, so einen großen Unterschied hat es dann auch nicht gemacht. Auf jeden Fall das halt, ihr müsst dann erstmal euer Kilogramm One Rep Max umrechnen in LBS One Rep Max. Und aber dann werden die Gewichte in Kilogramm ausgespuckt und dann wisst ihr das. Das ist im Großen und Ganzen so aufgebaut, die ersten 3 Wochen, 5 mal die Woche, 3x3 mit steigendem Gewicht, also erstmal 115 Kilo. Das ist richtig wenig, also ich glaube 70% vom One Rep Max. Damit sollte man so um die 10 bis 12 Wiederholungen schaffen. Und also jetzt für einen Satz. Man macht halt 3x3, dafür 5 mal die Woche. Wenn wir jetzt hier weitergehen, Woche 2, 122,5, Woche 3, 122 bis 132, da muss man sich dann schon entscheiden. Und Woche 4 und Woche 5 wird dann richtig runtergefahren. Da wird es dann richtig schwer, aber dann nur noch 2 mal die Woche. Auf jeden Fall Woche 1 habe ich schon hinter mir, aber allerdings halt mit weniger Gewicht. Aber ist halt grundsätzlich so aufgebaut, dass man richtig leicht anfangen soll zu Bank zu drücken. Also wirklich, könnt ihr euch ja vorstellen, 70%, 3x3, das ist nix. Ihr könntet halt theoretisch alle 9 Wiederholungen in einem Satz machen. Aber ja, soll halt so. Dann dafür aber die ganzen, wie nennt man sie, Accessory, Ergänzungsübung. Die soll man einigermaßen schwer machen und da liegt dann eigentlich der Fokus drauf, auch wenn man halt das Bankdrücken zuerst macht. Und ja, ich blende jetzt einfach mal schon das Training ein, um das euch zu zeigen. Also am ersten Tag, wie gesagt, 3x die Bankdrücken. Und am zweiten Tag, am ersten Tag, die zweite Übung wäre dann Close Grip Bench mit 3x8 Wiederholungen. Dann am zweiten Tag ist es wieder Bankdrücken, 115, 3x3 wie gehabt, also ich habe jetzt, ne, wie gesagt, verpeilt, deswegen nur 110 gemacht. Deswegen dann danach Standing Overhead Press 3x6, also es wird sozusagen schon schwerer und dann nächsten Tag wieder 3x3 Bankdrücken und danach Close Grip wieder 3x6, also ein bisschen schwerer. Das erste Close Grip war 3x8 und jetzt ist es 3x6, danach ist wieder Bankdrücken, also am Tag 4, dann wieder abwechselnd, das seht ihr immer abwechselnd, Close Grip Bench und Overhead Press wechseln sich immer ab. Dann kommt wieder Overhead Press, diesmal 3x3. Da ja, war ich mir schon noch nicht ganz sicher, was ich dann bei dem 3x3 Gewicht nehmen soll.
Weil ich die Woche davor voll wenig gegessen habe und dadurch ein bisschen schwächer geworden bin. Und ja, aber ich habe dann mich für 85 Kilo entschieden, nicht 185, das wäre ein bisschen krass. Also 85 Kilo, 3x3 Overhead-Press und es ging. Es war auf jeden Fall schon schwerer, als ich es mir auch vorgestellt hatte, aber das ging. Und also von daher 3x3 Overhead-Press mit 85 Kilo. Wie gesagt, halt wesentlich schwerer als das Bankdrücken. Und dann Tag 5 nochmal Bankdrücken, 3x3 und danach Close Grip Bench, auch 3x3. Ja, mein Close Grip Bench ist irgendwie, ich weiß nicht, das sieht ein bisschen behindert aus, finde ich, weil es ist kein richtiges Close Grip Bench. Ich greife zwar enger, aber trotzdem gehen halt meine Ellbogen noch so weit raus und ja, irgendwie fühle ich mich da nicht ganz so wohl, aber ich mache es dann einfach mal, wie es gesagt wird. Also das war Woche 1. Jetzt, damit ihr noch mal einen kurzen Überblick bekommt, mache ich noch kurz weiter. Woche 2. Aber das kommt dann im Detail noch. Da ist halt alles noch ein bisschen mehr. Da kommen hier auch Singles, 145 Kilo. Aber danach geht es eigentlich so weiter, 5-mal die Woche. Das Wichtige ist nur hier, die Ergänzungsübungen ändern sich. Low Pin Press und High Pin Press wechseln sich immer ab. Und auch halt relativ schwer. 6 Wiederholungen und dann sogar nur 3 Wiederholungen. Woche 3. Dann ja, wieder Close Grip und Overhead Press. Und haben wir Woche 4. Ja, da ist dann alles ein bisschen anders. Aber halt eben die Ergänzungsübungen wechseln sich immer. Und ja, High Pin Press und Low Pin Press kommt dann nächste Woche. Das habe ich auch noch nie gemacht. Werde ich dann mal schauen, wie das läuft. Aber das war es erstmal, erste Woche. Wie gesagt, ich bin ein klein wenig zu leicht eingestiegen, aber ich bin da guter Dinge, dass da was rauskommt. Ach, eine Sache habe ich noch vergessen. Es ist relativ wichtig hier, Desired One Rep Max einzugeben. Also was man am Ende erreichen will. Weil du kannst ja jetzt nicht einfach irgendeinen Scheiß eingeben, so wie eine Tonne Bank drücken, weil das gerade am Ende, Woche 4 und 5, beziehen sich nämlich diese Gewichte darauf, was du dann erreichen möchtest und nicht, was du bereits kannst. Und deswegen muss man das hier auch realistisch eingeben, was man erreichen kann. Also ich habe jetzt hier eingegeben, ist halt in LBS, aber 165 Kilo jetzt One Rep Max und 175 Kilo möchte ich dann als One Rep Max haben. Danach. Und so ist das halt angegeben. Das sind halt alles, denke ich mal, Sachen, die ich eigentlich schaffen könnte, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt dann auch schaffen sollte. Aber das werden wir dann halt noch weitersehen. Das war es erstmal von mir zu diesem Thema. Kendito Bench Training finde ich super. Kendito Training. Wissen wahrscheinlich die meisten, hat auch einen YouTube-Channel, habe ich noch gar nicht erwähnt. Johnny Kendito. Falls ihr den nicht kennt, könnt ihr gerne mal vorbeischauen und den auch abonnieren. Oder wenn ihr halt seine Programme mögt, ihm auch was spenden. Und weil, wie gesagt, das ist halt alles kostenlos. Und von daher, ja, das war's. Ich freue mich auf die nächste Woche und hoffe, dass ich gute Gains damit mache. Ciao.